Guten Morgen, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute geht es auf Basel für mich und ich nehme euch mit. Aber zuerst muss ich mich jetzt mal noch ein bisschen fertig machen und ein Video schneiden. Aber ich habe nicht mal zu viel Zeit. Ich bin jetzt ready und bin jetzt schon beim Oli. Ich hatte ein bisschen Stress und darum konnte ich nicht mehr filmen. Ich habe eine neue Brille. Das habe ich im letzten Vlog noch gesagt, aber es ist dann nicht mehr dazu gekommen, dass ich das gefilmt habe. Ja, wie findet ihr sie? Ich finde sie cool. Ich gehe mit dem Oli auf Basel, seine Schwester besuchen und heute Abend gehen wir noch ins Kino. Wir essen jetzt Mittag. Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Wir sitzen jetzt wieder im Zug Richtung Zürich HB. Und gestern waren wir noch im Kino. Ich habe nachher irgendwie nichts mehr schlaues von mir gefilmt, nur noch, wie wir in einer Bar sind und ein bisschen Gin probiert haben. Und wir haben Baywatch genommen und es war mega lustig. Es ist wirklich ein guter Film. Gell? Mhm. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Zürich. Also noch nicht, wir stehen noch in Basel. Und habe jetzt schon zu Mittag gegessen mit meiner Familie wieder. Und heute Nachmittag habe ich vor, noch ein Video zu filmen mit meiner Mami. Mal schauen, ob sie mitmacht. Ich habe jetzt das Video fertig geschnitten für meinen YouTube-Kanal. Und jetzt möchte ich gerne noch ein Video drehen mit der Mami. Heute Abend habe ich nicht mehr so viel geplant. Vielleicht gehe ich noch einen See. Ich weiß es noch nicht. Ich konnte Mami überreden und ich habe das Video fertig gedreht mit ihr. Ich weiß nicht, wie freut das sie hat. Aber es war lustig. Und jetzt darf ich meinen Raum aufräumen. Das da. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox, wenn es dann online ist. Das kommt eine Woche nach dem Video. Ich gehe jetzt noch an den See und dann nehme ich die Kamera nicht mit, weil mir das irgendwie zu heikel ist. Und darum bis später. Hallo, guten Morgen. Ich bin jetzt schon im Auto und es ist ein bisschen gefährlich, was ich jetzt gerade mache. Und darum halte ich mich ganz, ganz, ganz kurz. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Coiffeur und wollte mir meine Haare wieder färben und das ganz, ganz, ganz wenig schneiden. Ich bin schon ein bisschen spät dran, habe ein bisschen verschlafen. Ich wollte mich eigentlich noch schminken, bevor ich zum Coiffeur ging, aber ich habe es jetzt nicht geschafft. Ja. Ich war beim Coiffeur. Es ist ein bisschen grauer geworden und jetzt gehe ich noch ins Brockenhaus. Mal schauen, ob ich etwas finde. Zwei Stunden später. Ich bringe jetzt mein Zalando-Päckchen noch wieder retour und ich habe noch mit einer Kollegin abgemacht. Mit der Melli, die ihr sicher alle auch schon kennt. Wir gehen ein bisschen Kleider shoppen, vielleicht. Mal schauen.
Ich bin jetzt wieder daheim und ich wollte die Kamera irgendwie nicht mitnehmen. Ich habe mit der Mail ein bisschen Zeit genossen und darum gibt es von dort kein Video. Oder kein Videoteil. Jetzt muss ich noch duschen und nachher kommt dann mein Freund und wir essen zusammen mit meiner Familie die Nacht. Und nachher ist dann der Tag gelaufen. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal noch schnell, was ich alles gekauft habe das Wochenende. Im H&M habe ich eine schwarze, kurze Hose gekauft. Sie ist ein bisschen high-waisted und sehr simpel und ich habe sie schon angehabt und sie kommt jetzt in die Wäsche. Dann habe ich noch mal etwas gekauft. So ein simpel, weisses Shirt. Ganz einfach. Ist auch vom H&M. Und heute habe ich auch noch zwei Sachen im H&M gekauft. Und zwar zum einen so ein weisses. Das ist ein bisschen cropped, ein bisschen kürzer. Einfach so basic. Und ein violetter Pulli. Mit Kapuze und also in der Kamera ist er so ein bisschen bläulicher, als er wirklich ist. Er ist sehr lila, violett. Das ist genau meine Farbe irgendwie. Und der war sogar noch im Sale. Perfekt. Und im Taco bin ich noch heute. Dort habe ich auch noch ein T-Shirt gekauft. Das hier. Es ist gestreifelt und es hat Kakteen drauf. Es war einfach so mega herzig. Und es war abgesetzt und darum musste ich es kaufen. Zu guter Letzt habe ich noch einen Ring gekauft. Tja, Ring. Fokussieren. Den Ring habe ich gekauft. Ich habe genau den gleichen mit einem weißen Stein da vorne. Diesen Ohrring habe ich noch gekauft. Im Taco. Genau, das wären die zwei Sachen. Ich beende mal das Video, weil heute Abend passiert nichts mehr so Spannendes. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder morgen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also mir hat Basel sehr gefallen und der Film war cool, den wir schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao zusammen. Das schneide ich raus.